ignorierte eine Stimme, übersah absichtlich, blickte in Augen, die meinen ähnelten und doch so fremd waren. So schnell wie er da war, schlüpfte er durch die schließenden Türen. Er musste schnell weiter, in den nächsten Waggon, immer weiter. Von ihm blieb nur das Geräusch der sich schließenden Türen. Ein letztes Mal sah ich ihn durch die Fenster im anderen Waggon. In meinem Kopf blieb er den ganzen Tag. Seine Augen und die unbeantwortete Frage, wie heißt du? Ein Name und der Unsichtbare wäre sichtbar. Mein Name ist Ariana Sampaio. In meiner Arbeit geht es um das Unsichtbare, dass wir als Mitmenschen häufig Menschen in Not ignorieren, weil sie uns an unsere eigenen Privilegien erinnern und auch an unsere Gleichgültigkeit. Dafür habe ich zehn in Nahverkehr gefilmt, auf Basis von Zeichnungen, die ich sozusagen vor Ort gemacht habe. Hast du gleich vor Ort gezeichnet oder hast du das Gedanken mitgenommen? Ich habe es vor Ort gezeichnet. Eindrücke, Gesprächsfetzen, Menschen, Hände, alles Mögliche. Und auch die Geschichte ist vor Ort entstanden, die ich gerade vorgelesen habe. Es geht darum, dass wir häufig einfach übersehen, Menschen, die in der Not sind, nicht aus dem Grund her, dass wir nicht wissen, wie wir handeln sollen. Ich wollte diesen Menschen Raum geben, sie in Szene setzen, mit einer bestimmten Technik, nämlich Aquarell und Wachs. Zwei Materialien, die sich eigentlich widersprechen, die sich abstoßen. Das eine ist Wasser. Passt zum Thema. Genau, das andere ist Wasser abweisend. Und genau, in den Arbeiten kann man sehen, dass sich beide Materialien doch verbinden, dass wir auch wenn wir privilegiert sind, uns nicht dafür schämen müssen, die anderen zu wahrzunehmen, sondern es tun sollten, uns engagieren sollten. Es gibt ja auch ganz viele Projekte, die das fördern und dass wir aufhören sollen, einfach gleichgültig zu sein. Ja, dann stelle ich noch jetzt die anderen. Oder wolltest du noch was sagen? Sonst stelle ich eben noch die anderen Bilder vor. Gerne. Ja, ist auch sehr schön dargestellt, so als fast wie ein Geist oder wie ein Mensch, der da ist, aber doch nicht wahrgenommen wird. Ist schon gut vermittelt. Ja, dann sage ich ganz herzlich Dankeschön.